Guten Morgen, Herr Puppenkopf. Ich bin Ihre persönliche Witzevertreterin und präsentiere Ihnen hiermit die aktuelle Frühjahrshumor-Kollektion. Und ich bin mir sicher, es ist auch etwas für Sie dabei. Nicht so laut. Warum der Schill? Ah, da hätten wir doch gleich ein passendes Modell. Kommt ein Mann in die Apotheke und sagt, oh, hätten Sie was gegen Kopfschmerzen? Sagt der Apotheker, nö, nicht persönlich. Wieso? Kein Problem, Sie stehen mir auf solidere Qualität. Kommt eine Müsli-Tussi in die Apotheke, so mit langen, geraden Haaren und Latzhose, sagt, Tag, ich hätte gern ein Päckchen Watte. Sagt der Apotheker, wir führen auch Tampons. Sagt sie, nee, ich drehe lieber selber. Ja, und die Watte? Nein, aber das ist kein Problem. Wir haben auch etwas verbraucherfreundlichere Einfachmodelle. Zum Beispiel, schwimmt ein Haifisch im Wasser, fliegt ein Kuckuck oben drüber. Schaut der Haifisch rauf und sagt Kuckuck, schaut der Kuckuck runter und sagt Hi. Ich will mal meine Mutter holen. Moment. Vielleicht mögen Sie ja lieber etwas Pikanteres. Kein Problem. Geht eine ältere Dame über eine Wiese, sieht zwei Kaninchenvögel, sagt sie, mein Gott, ist das obszön. Sagt das Kaninchen, und ob das schön ist. Ich sehe schon, Sie brauchen eine Nummer härter. Kein Problem. Fährt ein Mann an eine Tankstelle, schraubt einen Tankdeckel auf, fängt an rein zu onanieren. Kommt der Tankwart und sagt, hören Sie mal, das ist doch nicht normal. Sagt er, nee, super. Damit sind Sie an Ihrem Stammtisch der Größte, ich schwör's Ihnen. Ich will jetzt nicht mehr zuhören. Moment. Oder wie wär's denn mit einem unheimlich witzigen Rätsel? Kennen Sie zum Beispiel einen Satz mit Wahnsinn und Unsinn? Nein? Wahnsinn schon mal in Unsinngarten? Nee, das kennen Sie doch gar nicht. Okay, jetzt kommt ein Witz, der ist wie gemacht für Sie. Geht ein debiles Männchen mit einem verkrüppelten Arm durch den Wald. Erscheint ihm eine gute Fee und sagt, du armes, minderbemitteltes, hässliches Männchen. Du hast dein ganzes Leben lang über nichts lachen können. Jetzt hast du drei Wünsche frei. Sagt das Männchen, oh ja, dann hätte ich gerne zwei gleiche Arme. Sagt die Fee, kein Problem. Pling! Sagt das Männchen, andersrum. Pluiuiui. Ich glaube, ich werde verrückt. Den kenne ich. Der ist gut. Den nehme ich. Vielen Dank. Bing.